Moin Leute, willkommen zum neuen Video. Wir sind in Champéry, Europameisterschaft. Gestern war Trackwalk, heute ist Trainingstag. Massiv gutes Wetter, massiv steile Strecke. Wahrscheinlich die steilste, die ich je gefahren bin, werdet ihr gleich im Video sehen. Absolut wild. Wir haben zwei Trainingssessions heute. Die erste fängt jetzt an, geht 2 Stunden und die zweite heute Mittag geht 1,5 Stunden. Krasse, legendäre Strecke. Ich glaube, seit 2011 wurde hier kein Rennen mehr gefahren und jetzt ist sie back. Geil, dass wir dabei sind, geil, dass wir hier sein dürfen. Ihr dürft mit zuschauen. Wir sind die 69 Glücksnummer diese Woche. Und jetzt geht's ab. See you, Tommy. Was die hier aufgefahren haben für das Race, ist auf jeden Fall krass. Ich glaube, keine EM war so besetzt vom Starterfeld auch die letzten Jahre wie das Race. Yo! Also krass, ne? Maybe you wanna drop in?
Boah. Hey buddy. So, zweite Trainingssession. Jetzt ist es gleich 4:30. Pascal Reuser ist am Start. 2-3 Runs gibt es jetzt. Strecke ist, glaube ich, jetzt ziemlich zerbombt mittlerweile. Massiv staubig auch. Ja, los! Schauen wir mal weiter. Oh, I can't see shit. Bro, you can't see shit. What the hell? Bro, it's Krieg, Alter. Nope.
Oh. Wow. Moin Leute, oh, sorry. We are back, wir sind zurück, Samstagmorgen, Quali Day, fahren gerade mit dem Lift hoch, es ist richtig dusty, es ist verdammt heiß und die Strecke ist mit Sicherheit massiv blown out, ja, ich fühle mich gut, Körper fühlt sich noch frisch an, schauen wir was geht, genau, Simon Nemeth starts hier. Sehr gut. Sehr gut, he says. Norway guy, fast boy. And yeah, let's go! Yo, guten Abend, Leute. Training ist rum. Es ist mittlerweile 5:30. Das Ganze hat hier schon eine Stunde Verspätung und so viele Crashes. Ich fahre jetzt gerade nach oben. Normal habe ich in 15 Minuten Start. Und dann geht's ab. Die Strecke ist wild, Training lief aber soweit noch gut. Ja. Jetzt fahren wir uns auf den Quali-Rad runter und dann schauen wir, wo wir stehen. Yes! Was hier ganz krass war, waren die Lichtverhältnisse. Das heißt, hier hat die Sonne heute so reingeschienen und dann auch der Dust, dass du kaum was gesehen hast. Das Gute ist jetzt, dass es schon zu spät ist. Das bedeutet, dass die Sonne nicht mehr so reinscheint. Das heißt, die Sicht ist eigentlich besser wie heute Mittag. Trotzdem ist aber gerade wieder rote Flagge. Und ja, ich denke mal, bis ich starte, wird es bestimmt 6:30 sein. Leider kann ich die GoPro oder habe ich keine GoPro am Start. Oder darf man nicht, man darf nicht mit der GoPro fahren. Und ja, deswegen kann ich euch leider nicht mitnehmen, aber es gibt wohl einen Livestream, den screenshot ich dann hier gleich rein oder mach irgendwie, schneide den hier rein und dann schauen wir, was da passiert ist. Also wir sind oben und gerade mitbekommen, das Race ist gecancelt. Es ist zu spät, weil es ist jetzt mittlerweile, wie viel Uhr haben wir es jetzt? 6 Uhr. Jetzt ist 6 Uhr, es wäre noch mindestens eine Stunde bis zum Start und dann wäre es nach 7 und Nummer 60, das heißt Nummer 1 würde um 8 Uhr starten oder so. Deswegen haben sie jetzt das Ganze gecancelt. Reuser! Kann ich gleich hocken bleiben im Lift? Und ja, Game over für heute. Alle packen zusammen und dann geht's runter. Also, Rennen gecancelt für heute, Quali ist durch, nur die Junioren sind noch gefahren und ich bin jetzt noch hoch und mache jetzt noch einen Trackwalk, weil durch das, dass wir keinen Rennlauf oder Quali-Lauf gefahren sind, hat man schon ein bisschen Energie gespart und deswegen nutze ich die jetzt für einen Trackwalk. Ja, schauen wir, was wir finden. Mit Sicherheit blown out, ist krass, dass so viele gestutzt sind. Liegt mit Sicherheit daran, dass es so steil ist und du musst einfach nur die Bremse aufmachen, bist direkt schnell. Aber wenn du es dann einfach nicht mehr kontrolliert bekommst, dann crashst du einfach. Und das ist halt das Risiko an einer steilen Strecke. Du kannst mega easy, super schnell fahren, aber die Kontrolle verlierst halt auch mega easy. Ja, schau mal, was wir jetzt finden beim Trackwalk. Let's go!
Moin Leute, willkommen zu Tag 3. Es ist kurz vor 9 Uhr und es ist Final Day. Ich fahre jetzt gerade zum Training. Haben jetzt eine Stunde Warm-up oder beziehungsweise Stunde 15, glaube ich. 2-3 Runs soll es lang. Und dann geht's ab. Elite findet vor dem Master statt. Und ja, dass wir heute safe durchkommen. Und ja, heißt, dem Race steht jetzt nichts mehr im Weg. Schau mal, was geht. Los geht's zu Run 1. Jesse, wie fühlen wir uns? Es ist ein bisschen früh, aber wir haben Bock. Und jetzt geht's los. Los geht's. Inside hat sich hier eingefahren. Am Anfang war die gar nicht da, jetzt ist sie massiv da. Ja, das würde ich sagen, ist die neue Mainline. Du bist ja für außen. Inside. Inside. Letzte Waldsektion nochmal richtig steil. Da. Scheiße. Sucht sich die Front ein. Thank you.
Räuber. Also wir sind mittlerweile wieder zu Hause, es ist jetzt Dienstag, ich musste mir erstmal 2 Tage Zeit nehmen, um zu verdauen, was da in Champéry passiert ist. Ich war top vorbereitet für das Rennen, wir waren die ganze Woche davor in Morsin zum Fahren, viele Full Laps, gut auf dem Rad gefühlt, guten Speed gehabt, hat alles gepasst. Fürs Finale gut gefühlt, in den Finallauf reingefahren und dann dauert es 1,5 Minuten und ich bekomme massiv Armpump. So massiv, unglaublich. Ich konnte quasi nicht mal mehr in den steilen Sektionen kontrolliert bremsen. Ich habe so einen Kraftverlust, weil irgendwas in dem, wenn der Armpump quasi kommt, werden irgendwelche Sehnen abgedrückt. Irgendwie funktioniert dann die Motorik der Hände nicht mehr richtig und ich konnte nicht mal mehr im steilen teilweise so arg an die Bremse greifen, wie ich es musste, dass ich quasi einen Bremspunkt finden konnte. Das heißt, ich musste quasi teilweise ein Steilstück, wo ich erst unten gebremst habe, oben schon anbremsen, weil ich nicht mehr genug Kraft hatte, unten erst zu bremsen und dann die Kurve zu fahren. Es war wirklich sehr, sehr frustrierend und ich habe öfters Armpump und auch auf Weltcup-Strecken öfters Probleme damit, aber so massiv wie dort war es noch nie. Das hat aber definitiv bestätigt, dass umso mehr ich auf der Bremse stehen muss, umso schlimmer wird es bei mir. Dass es so in Champéry kommt, hätte ich nicht gedacht und habe ich nicht mit gerechnet. Ich bin im Training, wenn ich meinen Lauf zusammengeschnitten habe, mit 2 Stops eine 3,20 gefahren, wo ich nicht übermäßig gepusht habe und dann quasi im Finallauf eine 3,27. Sehr, sehr frustrierend. Aber ja, muss man eine Lösung finden, werde ich eine Lösung finden. Die ist nicht heute da und auch nicht morgen. Aber ja, hat auf jeden Fall erstmal 2 Tage Zeit gebraucht, es sitzen zu lassen. Und ja, ich dachte, ich erzähle euch mal, was da genau passiert ist. Aber ja. Als nächstes steht auf jeden Fall Deutsche Meisterschaft in Ilmenau die Woche an. Habe ich Bock auf das Event? Nur eine 2-Minuten-Strecke, flach, da kann ich von oben bis unten durchdrücken. Da gibt es kein Armpump-Problem und man muss wie gefesselt eine Strecke runterfahren. Ja. Nächstes Video kommt von da und ja, danke fürs Zuschauen und ja, see you next time.